Was geht ab, Freunde? Wild! Erste Show! Willkommen zur ersten Hammer Late Night Show. Bin gespannt, wie es sein wird. Ich habe mir gedacht, klassisches Format auf Twitch, Game zocken oder viele Spiele spielen, gibt es ja schon in der Art und Weise. Und gibt aber keine Sendung, die sich ausgiebig mit Streamern beschäftigt oder mit Influencern, die gerade am Anfang stehen. Und einfach mal sich gegenseitig zu pushen. Vielleicht auch mal das eine oder andere über einen Streamer kennenzulernen, was man eigentlich nicht so weiß. Da dachte ich, mache ich mal ein Format. Und erzähle ich mal ein bisschen mehr über die Leute. Plusi TV folgt, Plusi Digi. Die Jungs haben natürlich sich auch viel Mühe gegeben. Die haben auch mit Werbung gemacht. Und ich danke auch jedem anderen, der hier direkt zu Anfang mit eingeschaltet hat. Ganz witzig hat die Insta-Story heute angefangen mit dem Mitch. Da habe ich mal was vorbereitet. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Jo Leute, was geht ab? Ich bin heute unterwegs mit der geilen Kari hier und heute Abend bin ich live bei Black Hammer bei seiner ersten Live-Show. Ja. Mitch, geile Karre, Oldie, mega nice. Danke für die ganze Unterstützung. Aber Plusi hat sich da nicht lumpen lassen. Der Plusi hat sich nicht lumpen lassen. Der Plusi musste natürlich einen drauflegen. Das sah dann so aus. Mit dem Tim Karren unterwegs. Wir sind live bei Black Hammer mit Sneaky und mit Mitch. So, müssen noch das Wetter genießen hier, ne? Dann geht's gleich los, gell? Schaltet ein und sei dabei. Oh, erstmal vielen lieben Dank. Ich hab mich geckig gelacht, Digga. Mega geil. Aber das könnte auch ein Video sein. Komm in meine WhatsApp. Ach, der Flusi schreibt schon. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Porsche Panamera, der Hammer. 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. Die Gruppe ist das Geilste. Da ist der Flusi. Hey. Na, natürlich hörst du das nicht, aber das Publikum applaudiert für dich. Danke. Ja. Okay, es reicht. Dankeschön. Also herzlich willkommen, Flusi. Herzlich willkommen. Plusi, ja, selber auch Twitch-Streamer auf plusi-tv. Tja, ich bin ein Twitch-Streamer. Oh, Maschine! ich zock gern Games und ja. Frage, welche Ziele und Ambitionen verfolgst du eigentlich mit dem Streamen? Also was soll dein Kanal beinhalten, damit die Leute einfach mehr von dir wissen? Also Ziele habe ich mir jetzt nicht großartig gesetzt. Ich finde auch, man sollte sich für Streamen, sollte man sich sowieso keine Ziele setzen, weil eigentlich, du kannst nicht sagen, dass du irgendwie so nach 5 oder 10 Jahren irgendwie so großer Streamer wirst wie, sag ich jetzt mal, Monte oder so, ja, dass du da mit 40.000 Zuschauern chillst und keine Ahnung im Monat, was weiß ich, wie viel verdienst. Das ist halt so, keine Ahnung, kommt halt drauf an, wie man sich halt verkauft, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Ja, aber du und, willst, ja, sag mal. Ja, ja, Spiele, ja, was halt kommt so, gell? Also jetzt zur Zeit halt viel Apex. Ja. League of Legends zock ich auch. Früher halt Valor, aber jetzt gar nicht mehr. Unterschiedlich, okay, halt, immer so spontan halt, was also halt gerade geil ist. Ich habe gesehen gestern, Rocket League war es auch wieder am Start nach langem. Ja, ist Rocket jetzt wieder League. Mehr oder? Na, ich weiß nicht. mal gucken, ja, mal gucken. Okay. Etwas, was die Zuhörer über dich noch nicht wissen. Ist ja, dass ich halt selbstständig geworden bin, gell? Also was heißt selbstständig? Jetzt nicht selbstständig von Arbeiten her, sage ich jetzt mal so, ne? Ja. Sondern selbstständig unabhängig, sage ich jetzt mal. Okay. Dadurch, dass ich halt geschafft habe, meine Ausbildung abzuschließen, einen festen Job habe, mir ein schönes Auto kaufen konnte, ja, was so schon mein Traum gewesen ist, ja, oder immer noch ist auf jeden Fall. Ja, ich bin halt, also das Positive an der Sache ist, ich bin halt stolz, sage ich jetzt mal so, auf mich, dass ich es halt so geschafft habe, weißt du? Ja. So, gibt's halt auch, also meine Eltern sind sowieso geschieden. Ja. Ja, abhängig von meinem Vater war ich absolut noch nie, sage ich jetzt mal. Ja. Weil er auch teilweise eine sehr lange Zeit nicht da gewesen ist, so, ne? Also ich hol das nur mit. Und okay, ja, deswegen, also ich bin halt bei meiner Mutter aufgewachsen, viel Scheiße früher mit durchgemacht und alles Mögliche und will halt auf jeden Fall auch versuchen, jetzt zur Zeit, so wo ich, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr habe, so
auch meine Mutter auf jeden Fall in jeder Hinsicht zu unterstützen halt, ja. Martin, also. Auf jeden Fall. Respekt an dich. Deswegen, mir ist eigentlich nichts peinlich so richtig. Also. Also der Berzenboy, der Berzenbuch schreibt gerade, was ist auf dem Bolzi passiert? Also es war nach einem Saufabend in Koblenz mit dem Berzensburg, ne? Ja. Und, danach habe ich halt bei dem gepennt. Und vorher, also vor seinem Haus, ist noch ein Bolzplatz. Ja. Ja, und dann musste ich halt mal kurz vorher auf den Bolzplatz driften, ne? Muss ich mich mal erleichtern, ne? Aber so Sachen sind mir halt auch nicht peinlich, so, deswegen. So, Sneaky aka Joshua. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, die Dame. Wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist. Ausgezeichnet, frech, super toll. Ich dürfen wir nicht vergessen, der Mann verdient auch seinen Applaus. Fangen wir mal an. 5 Fakten über dich. Ich hab das eben schon gehört, gell? Ja. Und hab mir wirklich gedacht, was sage ich da? Mir ist nichts eingefallen. Nichts. 5 Fakten über mich. Ja, 5-6 ist die Gang. Ich streame circa seit 2 Jahren, glaube ich, ja, so ungefähr. Das ist einfach ein Biest, ne? Welche hast du? Was soll man dazu sagen? Ich habe eine GTX 970. Das Ding ist einfach ein Biest. Das ist besser als die 3080. 60 Euro. Puh, tschüss. Schmeckt. Dann sehe ich ja fast immer bei dir. Ich frage nur, hast du mit Valorant angefangen oder wie ging die Streaming-Karriere los? Absolut nicht. Ich habe absolut mit Fortnite angefangen. Fortnite? Ja, und ich hatte den schlechtesten PC, das schlechteste Internet und habe trotzdem gestreamt. Also ich habe mit 40 FPS, glaube ich, dieses Spiel gestreamt. Und es hat Spaß gemacht, ja. Muss ich sagen, es war lustig. Welche Ziele verfolgst du mit dem Stream? Also genau dasselbe, was ich auch Plusi gefragt habe. Wo möchtest du mit der ganzen Geschichte hin? Oder hast du einen Wunsch, irgendwo hinzugehen? Oder machst du das nur so nebenbei und denkst dir, ja, was kommt, das kommt? Wie man bei uns sagt, es kütt wie es kütt, ne? Richtig. Und ich sag dir ehrlich, ich lebe den Tag einfach so, wie er ist. Ich setze mir da keine... Ne. Du sollst ein Buch schreiben, wie ich und mein Leben im Gleichgewicht. Genau. Wir sind immer im Gleichgewicht, außer mein Übergewicht. Das ist ein bisschen, naja. Rob fucking Lutschi sagt, kann er mal seine Haare zeigen? Ich? Ich weiß nicht, was er meint. Der will nur meine Geheimratsecken sehen. Weiß nicht, vielleicht. Komm, warte, komm, ich mach's für den Jungen. Komm hier. Nur für den Jungen. Digga, hier. Oho. Die Seiten habe ich ihm vor ein paar Wochen rasiert. True shit. Was wir auf jeden Fall versuchen zu zweit, ist auf jeden Fall die Koblenzer Sprache in Twitch reinzubekommen. Was ist denn die Koblenzer Sprache? Wir haben halt verschiedene Worte. Also das ist halt wie so Dorfplatt oder so, weißt du? Also ja. Es gibt ja, die haben ja so andere Wörter gibt es ja in manchen Städten oder so. Weißt du, was ich meine? Hau mal raus. Ja. Tschabba, ich geh Jojen. Ja. Was hast du gelogen? Wüsstest du, was das jetzt heißt? Ich hab, was? Tschabba, ich geh jetzt Jojen. Ich hab's Jojen, den Chat geschrieben. Alter. Hau mich weg. Was heißt das denn? Jojen, schlafen. Ich gehe jetzt Jojen. Ja, ja. Ja, moin. Rauchen, Schmäher, Bärt. Mal ein Highkick von Sneaky sehen. Was sagst du, Prisons? Ich glaube, wir machen den im Duo, oder? Digga. Let's go. Auf. Ich glaube, es wird wild. Im Highkick, da bin ich dabei. Jetzt geht's los. Zählst runter, Digga. Du zählst runter. Wo sind wir denn hier? Sieht man mich? Ja, man sieht dich. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Bam, am Nachflug! Nochmal! Bam! Ja, stabil. Vielen lieben Dank dafür. Ja, man kennt ihn, ne? Man kennt ihn. Mahlzeit. Moin, moin. Ja, was geht ab, Leute? Einmal alle rein in den Chat. Ich will jetzt erstmal hier einen fetten Auftritt hinlegen und ich will jetzt, dass ihr einfach mal alle Emotionen habt von Black Hammer, von Ice Sinky und von Plusi. Einfach mal alle in den Chat reinhaut und mal alles von oben bis unten runterrappelt. Ja, 5 Fakten über mich. Erster Fakt. Ich würde sagen, erster Fakt bei mir ist, ich rede ununterbrochen. Jeder, der mich privat kennt, jeder, der mich so kennt auf Arbeit, egal wo, ich rede ununterbrochen. Also ich kann 30 Stunden lang Kaffeeklatsch halten und drumherum reden.
Das ist, okay. Und weswegen streamst du jetzt eigentlich weiter? Ja, nur wegen Cash, Alter. Gib mir eure Kohle, ihr Penner. Ich will mein Haus dieses Jahr noch fertig machen. Was ist da los? Okay. Nein, hat wirklich angefangen, Bock zu machen. Kappa, Leute. Was geht nicht, wenn ich hier einen High-Kick mache, Alter, die Decke ist zu tief. Oh, ja. Alter, pass auf, ich zeig euch mein besonderes Talent, okay? Mach den Drehkick. Let's go! Was? Hat er sich gedreht? Ey, stabiler Typ, ja? Lass uns noch. Fangen wir mal an. Stadtland Lost. Stopp. Ah. Ich habe zwei Sachen geschafft. Ich habe vier geschafft, Alter. Wie schnell schreibst du denn? Ja, ich bin Maschine. Ey, nicht bei Stopp müsst ihr direkt den Zettel hochhalten. Nicht noch schreiben. So. Nee, schreib nicht. Hände hoch, hoch. Ich will alle Hände sehen. Ja, so kann ich auch nicht schreiben. Dann noch so rum. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Beruf habe ich Fachkraft für Lagerlogistik. Das ist kein Junge, da ja, du das kannst ist ja, das, ist genau, das ist die genaue Bezeichnung von. Nein, eigentlich heißt es Lagerist. Warte mal, stopp. Das ist die 2 Jahre stopp. Ausbildung. Lass den Chat entscheiden. Lass den Chat entscheiden. Wenn ihr alle meint, der kriegt dafür. Gemacht. Wenn ihr alle meint, meint ihr alle, das ist der Beruf? Weil man kann ja überall Fachkraft vorballern. Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Fast schon. Ich habe Forscher. Ist auch stark. Den Forscher kenne ich woanders her. Forscher? Was ist denn hier? Warum nicht? Ja, wer kommt denn auf Forscher, Alter? Ja, ey? Was denn? Ja, ich habe da radikal F*** reingeschrieben, ne? Der ist doch rein tot zur Stellung, oder nicht? Essen, Alter, was für ein Essen denn mit V, Alter? Susi? Ich hab nix. Veterinärsmediziner. Yo, Digga! Yo! Voll in die Trickkiste gepackt. Das ist voll stark. Hä? Yo, Plusi, moin, Alter. Ja. Es kommt nicht mehr so viel in Frage bei den Buchstaben. Yo! Sanft, Alter. Wie soll man denn auch sanft malen? Das ist schon krank. Ja. Periode. Ja, in diesem Sinne, ich danke, dass ihr da gewesen seid. Danke nochmal an die Jungs. Kein Problem, Digga. Ich würde sagen, wir hören uns später, Plusi und Sneaky und Mitch, und wünsche allen anderen Zuschauern einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Halt mal sein. Ah, ich mach das nie wieder mit, Alter. Richtig unnötig. War Spaß. War nice. Ja, Mann. Yeah.